Einen wunderschönen guten Morgen. 13. Dezember, wir haben die Halbzeitmarke mit dem heutigen Tag überschritten. Es ist Montagmorgen und ich habe euch ein Headset mitgebracht. Und zwar von Sennheiser. Und das muss ich erklären. Das ist sehr komplex zu erklären, aber ich glaube, ich kriege das in 2-3 schnellen Sätzen hin. Es geht um dieses kabelgebundene Lightning-Headset. Das sieht so aus, das hängt man sich so übers Ohr. Da hat man so eine wirklich, wirklich große, große Fernbedienung da dran. Und dieses Headset spielt euch natürlich Musik ab, indem ihr es per Lightning-Port ans iPhone einstöpselt. Aber die grundlegend andere Funktion als ein Kopfhörer ist natürlich, dass diese beiden Ohrhänger, die haben eingebaute Mikrofone. Und weil die beide eingebaute Mikrofone haben, können die in 3D-Audio aufnehmen. Und das ist ein ziemlich, ziemlich cleveres, außergewöhnliches Accessoire, das es schon ewig gibt und hart gefloppt ist. Es ist ernsthaft hart gefloppt. Vor 3-4 Jahren war das so ein Headset, was 300-400 Euro gekostet hat. Und das hat keiner gekauft. Weil es ist natürlich eine Spielerei und die Anzahl der Content Creator, die Leute, die damit wirklich was anfangen können, die ist natürlich begrenzt. Mittlerweile ist dieses Headset, was tadellos, einwandfrei an jedem iPhone funktioniert, weiterhin für 30-40 Euro erhältlich. Und ich habe mir das geshoppt in der Vorweihnachtszeit. Das einzige Accessoire, was ich sofort bestellt habe, als ich gesehen habe, was es kostet. Ich bin darüber gestolpert, ich weiß nicht warum, aber für 40 Euro, ich habe 39 Euro bezahlt, war es mir den Spaß wert und es ist relativ lustig, weil dieser 3D-Sound, der aufgenommen wird, der ist ein Feature, was man sehr, sehr schwierig sonst bekommen kann. Man steckt sich die einfach in die Ohren, hat einen Transparenzmodus, ja, den gab's schon damals, den haben AirPods nicht erfunden, und der lässt euch das Erlebnis, die Umgebung wahrnehmen, aber auch gleichzeitig aufnehmen. Und dieser Wasserballon in der Mitte von diesen Kopfhörern, der schirmt das so ein bisschen ab. Das heißt, man hat wirklich eine super Trennung von rechts und links. Es gibt viele YouTube-Videos dazu, die muss man sich mal angucken. Ich versuche das nicht zu replizieren hier, aber wenn man die sich ins Ohr hängt und dann einfach so ein iPhone nimmt und Musik abspielt und um den Kopf herum dreht, dann ist es eine sehr fantastische Aufnahme, die daraus fällt. Entweder als Audioaufnahme, man kann da ganz normal Audio aufnehmen mit, oder auch Video. Und diese Fernbedienung, die startet einfach eine beliebige Video-App, eine Video-App eurer Wahl. Das kann Filmic Pro sein, das kann die Apple iPhone Kamera-App sein und die nimmt dann, die brennt dann in dieses Video diesen 3D-Sound ein, ohne dass man irgendwie AirPods haben muss und das künstlich nachberechnen muss, sondern es wird dann wirklich so ein dreidimensionaler Sound, wenn ihr irgendwie Fußgängerzone rechts habt und irgendwie Autos links vorbeifahren, dann ist das getrennt und es ist relativ lustig, diese Aufnahmen herzunehmen und vorzuzeigen und damit so ein bisschen kreativ rumzuspielen. Das ist kein Headset, was ich empfehlen würde, um irgendwie Musik abzuspielen. So, es geht natürlich auch und das macht es gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Aber es ist in erster Linie ein Werkzeug für jemand, der kreativ so ein bisschen mit Audio rumspielen möchte. Audio und Video. Relativ leicht zu bedienen. Es gibt eine iPhone-App, die ist super verständlich. Das Headset an sich ist nicht, schwer zu bedienen. Man hängt sich's einfach ins Ohr, läuft durch volle Straßen und nimmt 3D-Sound auf. Entweder in Audioform oder gemixt mit Video. Das heißt, wenn das Kabel am iPhone steckt, dann muss man natürlich dahin filmen, wo man hinschaut, weil die Kopfhörer an den Ohren stecken und sich entsprechend der Sound anpasst. Das ist von Sennheiser, das MBO Smart Headset, stark gefloppt. Aber für den Preis von 40 Euro ist es ein sehr, sehr lustiges, kreatives Werkzeug an diesem 13. Dezember. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen an dieser Stelle hier noch einmal wieder.